Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, wir sind schon im Podcast. Willkommen. Nummer 470. 470.000. Wird erst in zwei Jahren gesendet. Aber wir nehmen es heute schon mal auf. Genau, sind wir schon mal durch damit. Ja, immer wieder erreichen uns von euch ja einerseits tolle Pakete, da sage ich auch gleich noch was zu, und mit super genialen Inhalten und teilweise dann eben auch Geschenken für Jens und mich. Das ist natürlich großartig, freuen wir uns immer total drüber. Ist immer ein bisschen wie Weihnachten, wenn wir hier die Pakete aufmachen. Und außerdem schreibt der ein oder andere natürlich auch bei Instagram und auch bei YouTube. Da bekomme ich nicht immer alles beantwortet, aber interessant fand ich, weil jemand nochmal auf das Thema eingegangen ist mit dem Bullfänger und das nochmal erklärt hat, weil er nämlich selber in einem Prüflabor arbeitet für Fahrzeugsicherheit. Und es wohl so ist, dass nicht grundsätzlich Frontschutzsysteme verboten sind, sondern dass sie natürlich entsprechend geprüft werden und dann eben auch homologiert werden. Und ich musste lachen, weil er hat dann geschrieben, die werden mindestens dreimal mit Beinprüfkörpern beschossen. Also, man muss das ein bisschen aufdröseln. Lustigerweise habe ich bei Alex gesessen, hier unter meiner Tankstelle. Alex ist ja nun wirklich der Weltmeister der Vorschriften. Also die Vorschrift, die der nicht kennt, die gibt's nicht. Ganz spannend. Der hat auch zu mir gesagt, du hast ja gesagt, die wären verboten. Das ist nicht ganz richtig. Also pass auf, verboten sind die starren Bullenfänger, wie sie früher gab. Die sind verboten. Mhm. Theoretisch könntest du ihn noch anbauen, wenn du ein altes Auto hast, einen Bullfänger mit der ABE und den Unterlagen von damals aber hast. Ja. Also die ABE muss auch dann von 1983 sein. Ja. Ja. Und dann könntest du ja dieses 83er Auto anbauen. Das ist eintragungsfähig. Ja. Ansonsten sind starre Systeme verboten. Alles andere, was heute als Bullfänger verkauft wird, sieht nur so aus. Ist kein starres System, ist mit Pipi-Schrauben festgemacht und hier am Rahmen und ist komplett dehnbar eigentlich dadurch. Ja, ja. Und wird auch oft nur verkauft als Lampenhalterung oder hier Badgehalter und was auch immer. Ja, ja. Es hat ganz viele Namen dann und sieht aber so aus wie so ein Bullenfänger, so ein Rohr. Klar, weil du keinen Bullen damit mehr fangen kannst. Das kannst du auch nicht, weil das bricht die vorne einfach ab. Das heißt, die werden auch nur, da hast du so zwei dünne Laschen und dann oben irgendwie werden die oben am Kühlergrill mit zwei so kleinen Spackschrauben befestigt und unten irgendwie an der Stoßstange. Aber das ist nicht der klassische Bullenfänger. Der klassische starre Bullenfänger ist tatsächlich verboten. Also den gibt es auch nicht mehr in der Form. Auf jeden Fall hat er hier noch geschrieben, und das fand ich super, danke Christian. Dabei müssen die relevanten Werte von Tibia-Dehnung, in Klammern Unterschenkel, und beider Kreuzbänder sowie Innen- und Außenbänder jeweils 10% besser sein als die damaligen Homologationsversuche des OEMs. Die Dinger geben um einiges mehr nach, als man denkt. Und das ist ja genau das, was du auch gerade sagst. Und dann habe ich geschrieben, solange am Beinprüfkörper nicht noch ein Restmensch hängt. Und dann hat er gesagt, du wirst lachen. Da gibt's die nächste Stufe vom Prüfkörper schon mit Hüftansatz, um die Rotation von Menschen auf der Motorhaube zu simulieren. Das Teil wiegt über 18 Kilo und wird mit 40 km/h geschossen. Sehr spektakulär. Und habe ich nur geschrieben, mir fallen haufenweise Grausamkeiten dazu ein. Ja. Und er hat dann geschrieben, wir suchen immer Freiwillige. Ja. Also schon irgendwie, sowas ist bestimmt. Wo kommt der her? So eine aus? Prüfung ist bestimmt spektakulär. Oha. Naja, auf jeden Fall, dann auf wie geht's, Frank? Ja. Ja, also nee, hier, aus Laufach. Ja, dann fahren wir nach Laufach. Laufach. Ja. Außerdem Marc, vielen Dank. Marc hat mir so ein, das ist ja der Wahnsinn. Wir haben ja über diese Sony-Sportgeräte gesprochen. Also diese Walkman und diese Sportserie. Hallo. Und was kam dann plötzlich an? Ein Sony Solar Walkman aus 86, der absolute Wahnsinn. Mit
so einem Batteriefach dran, weil er ja auch einen eingebauten Akku hat. Damals wirklich High-End und ich kann gar nicht begreifen, dass das wirklich 86 schon so war. Aber das war damals natürlich so eine richtige Innovation. Und mit dem Thema Walkman war halt, Sony hatten da einen Entwicklungsvorsprung. Ne? Die waren halt die Ersten. Und wenn du dir das anguckst, dann muss Walkman man auch ehrlich sein. Walkman war ja ein eingetragenes Warenzeichen. Ja. Und wenn du dir das anguckst, abgesehen davon, dass er halt auch eine geile Kassette reingetan hat, und zwar aufgenommen, das sagst du nochmal? Ja, SWR 3, Amys Radioshow, ne? Genau, so ist es. Aber wenn du die, guck dir mal dieses Innenleben an und guck dir mal die Teller hier an, wie die gelagert sind, das ist schon High-End. Also, wenn man das so heute sieht, was sowas damals in der Produktion wohl gekostet hat, beziehungsweise heute kosten würde, ne? Und wie aufwendig, wenn du heute sagst, alles digital. Die Diskussion hatten wir übrigens heute Morgen am Frühstückstisch, weil Konrad mir erzählte, er hat irgendwo gelesen, dass Earpods in der Produktion irgendwie $10 kosten. Ja, stimmt. Ich weiß auch, ein iPhone kostet irgendwie auch nur $45 oder so. Ja. Aber das ist ja Bullshit. Die Produktionskosten sind nicht die Kosten. Nee, die Entwicklungskosten sind nicht die Entwicklungskosten, Werbungskosten, Distributionskosten, da kommt ja so viel dazu. Ja, klar kostet es in der Produktion nur hinter X. Ja, ist ja nur ein bisschen Metall und ein paar ICEs drauf. Aber der Weg dahin ist ziemlich lang. Teuer. Und außerdem will auch noch einer Geld verdienen hinterher. Also ist immer so Augenwischerei, so groß gesagt wird, ja, die Produktionskosten waren so niedrig. Das ist ja Quatsch. Du musst sie erstmal produzieren können. Das ist so, ja. Das ist so, ja. Ja, von daher vielen Dank. Auch vielen Dank nochmal Julian für den Kaffee. Und ja, ich bin gespannt. Den haue ich meine Mühle zu Hause mal. Kaffee aus Cochem. Von der Cochemer Rösterei, kenne ich nicht. Das, was ich drauf gelesen habe, sieht auf jeden Fall so aus, könnte schmecken. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Du bist ja da der Spezialist. Das fand ich übrigens, als du vorhin nur zwei Wörter vorgelesen hast daraus und Espresso-Tassen sagst, das habe ich so gedacht, Espresso-Tassen mit 2 aus 11-Logo, ist auch nicht blöd. Gibt so viele, die damals auf das Thema... Ja, das Problem ist, du musst erstmal eine gute Espresso-Tasse nehmen und dann geht es mit los. Ja, wahrscheinlich. Aber meistens ist es ja Schrott. Ja. Wer sehr gute hat, die verkaufen die auch, die kosten halt auch Geld. Ich habe mir gerade Espresso-Tassen bei einem meiner Lieblings-Turnschuhlieferanten gekauft, bei Asphaltgold. Asphaltgold hat Espresso-Tassen neuerdings. Ach, okay. Und zwar eine schokobraune mit dem... Das ist aber jetzt ein witziger Zufall, dass du das jetzt... mit dem Asphaltgold-Logo drauf. Die sind gut, die sind schön dickwandig und schwer, so müssen die sein. Aber so eine Tasse kannst du als Merchandise, wer kauft denn das? Das ist ja Quatsch, da kostet dann so ein Tassenset hinterher, muss 25-30 € kosten mit Versand, geht gar nicht anders. Hm. Und die drei Leute, die dann Espresso-Tasse haben wollen, ist ja Quatsch. Asphaltgold könnte auch alles sein, ne? Dass das jetzt Laufschuhe sind, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Asphaltgold ist ein Sneakerladen aus Darmstadt. Ja, könnte auch mit Autos zu tun haben. Gab's doch schon, warte mal, was gab's denn? Es gab doch von Asphaltgold irgendwas mit Autos drauf, was war denn das? Ist egal, da kommen wir gar nicht drauf. Was alles gibt. Ja. Also ist verrückt. Weißt, wo du sagst, was es alles gibt. Ich bin heute Morgen, habe ich irgendwie mal, ich brauchte mal frische Luft und meine Tochter auch. Und dann bin ich mit ihr mal eine Runde spazieren gegangen. Und dann sind wir bei uns in der Nähe zu so einem Nahkauf gegangen, in dem ich auch noch nie war. Das ist aber alles egal. Entscheidend war, dass wir auf dem Rückweg. Übrigens, Nahkauf gibt es auf meiner Seite von Hamburg nicht. Ich kannte das bisher aber auch nicht. Gibt es nur hier. Das ist ja Rewe. Breitstedt. Das ist ja Rewe. Wandsbek und ja. So, da gibt es Nahkauf. Tja, so ist das Leben. Auf jeden Fall haben wir falsche Alsterseite. Auf dem Rückweg bin ich mit ihr, dann haben wir so Automarkenraten und sie hat ein paar Automarken, hat sie komplett drauf, aber mir ist echt eins aufgefallen und das fällt dir nur auf, wenn du wirklich jedes Auto dir mal anguckst. Also zum einen, welche unglaubliche Markenvielfalt es mittlerweile gibt, welche Marke wie häufig und vor allem, also das waren alles Autos, die man kennt, zum Glück. Und bei manchen steht es ja auch noch drauf. Und es ist im Moment so mit 6 Jahren bei ihr ganz cool, weil sie steht dann davor so Fiat. Das ist ein Fiat. So. Genau. So, und dann so. Oh, und hast sie schnell weggezogen. Hast gesagt, komm schnell, geh weiter. Nicht anfassen, das ist ein Dreck. Wo ist denn hier ein Mercedes? Na, wo ist ein Mercedes? Ja, Mercedes kann sie, Porsche findet sie großartig. Ja. Also das ist so, Porsche, ich glaube, das Auto verbindet sie sehr stark mit Porsche, warum auch immer. Oh, kriege ich weiß nicht, wer ihr das gesagt hat. Ein paar schöne Autos, ich kriege über einen schönen Porsche auch. Ja? Ja, 968 Cabriolet in Mintgrün. Ja, geil. Ach, wie schön, ja, geil. Deutsches Auto? Deutsches Auto.
Also gab es tatsächlich einen Verrückten, der Mint-Grün bestellt hat? 61.000 Kilometer gelaufen. Aha. Ja, natürlich. Gab alle Farben. Kommen überhaupt witzige Autos noch. Es kommt auch ein 300 SE W126 Nelkengrün mit grünem Velour. Ja, geil. Mit 13.700 Kilometern am Tag. Nicht dein Ernst? Doch. Nein. Japan-Reimport, auch schon vor langer Zeit. Du hast mein Ernst. Ja, ja. Kommt so einiges. Also, du wirst dich wundern. 560 SEC, SEL, alle so um 40.000 gelaufen. Ah. Name it. Also, ja, ich habe hier eine. Sehr geil, ich freue mich über zwei Autos besonders. Kommen zwei Smarts. Oh. Und zwar kommt ein, also ich, ich bin schon am. Ja, also 451er, beste Serie natürlich. Ja. Ein Brabus Exklusiv in Silber, Lederschwarz. 20.000 Kilometer gelaufen. Krass. Deutsches Auto natürlich mit Bordmarbeschreckheft, unfallfrei, neuwertig. Was für ein Baujahr ist der denn genau? Das ist ein 98 PS, das ist dann, letzte 98 PS Baujahr ist 2000, weiß ich gerade gar nicht. 11 oder so? Kann sein. 11, 12, irgendwie? Ja, okay. Ah, cool. Nee, der ist früher. Ja? Müsste 2007 oder 8 sein. Genau. Dann kommt ein Smart Roadster Sondermodell MTV Edition. Sowas gab's? Sowas gab's. MTV Edition? Mit MTV Logos drauf, eingebautem iPod und Soundsystem. Und sonst, jetzt kommt es, keine Extras, nackte Kuh. Der hat, ist grau, der hat oben die Dachhälften, die zwei zum Rausnehmen aus Kunststoff mit der Filztasche. Mhm. Das einzige Extra, was er hat, sind Spikeline-Felgen, also diese drei. Mhm. Genau, der, der ist 16.000 Kilometer gelaufen. Auch komplett neuwertig. Ich wusste gar nicht, dass es ein MTV-Sondermodell gibt. Das war so, pass auf. Und Extras, ja, so what? Ja, diese MTV Edition war, ist auch nur ein 61 PS, kleiner Motor. Ja. Ja. Ach was? Der ist ja wiederum auch total selten. Ist also total cool eigentlich. Das war ein Modell, die haben die ja nicht mehr gut verkauft. Und hat man gesagt, okay, hier kommen MTV, wow, und dann machen wir halt eine Sparvariante, aber dann peppig. So. Ne? Mhm. Und der hat auch diese, das habe ich so Welche noch nie. Die Farbe ist ja schwarz, oder? Schwarz. Mhm. Das habe ich so noch nie gesehen, peppig. Weil der hat oben zwei Dachhälften zum Rausnehmen, wie ein T-Top. Also sie ist geteilt, die Dachhälfte. Aus so einem grauen Kunststoff, sieht so billig aus, habe ich noch nie gesehen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Also elektrisch Dach sowieso nicht, hatte alles nicht. Ich glaube, der hatte eine Klima noch und sonst nichts. Ist aber ein Coupé oder ein Roadster? Coupé. Roadster. 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 Und pass auf, die Stoffsitze. Was heißt elektrisch Dach hat er nicht? Hä? Wieso? Nee, das gab es ja manuell. Du konntest immer wählen, manuell oder elektrisches Dach. Ach so. Beim elektrischen Dach fährt das ja auf einer Schiene nach unten, nach hinten. Und manuell ist eins zum Rausnehmen gewesen. Aber ich kannte das nicht, dass es das in zwei Hälften auch gab. Unlackiert grauer Kunststoff, so leicht pickelig. Geil. Wie ein T-Top. Okay. Legst einfach in den Kofferraum. Und die Sitze haben keinerlei Muster. Die sind einfach nur ganz einfach grau. Ohne irgendeinen Streifen drin oder irgendwas. Wirklich basic. Aber das macht dieses Auto dann aus. Vor allen Dingen mit dem Kilometerstand, dem Zustand natürlich noch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann noch ein Sondermodell. Ne? Das ist ja schon für jemanden, der Bock hat. Geil, mit diesem MTV-Logo hinten. Blick, so gummierte Schilder, so MTV-Edition. Ach, geil. Ja. Das ist ja cool. Ja. Witzig. Ja, MTV ist auch, hat man gar nicht mehr auf dem Zettel. Ne? Nee, genau. Wobei, ich hatte heute Morgen schon Revival. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich den Boxkampf angeguckt. Ach, ein 500E ist übrigens auch dabei, wieder mal. Endlich mal wieder. Was? Ja, ein silberner. Ich muss gerade in meine Unterlagen gucken, der ist gelaufen, war auch nicht so viel. 67.000. Deutsches Auto? Nein. Ah, okay. Japan-Reimport. Ja, okay. Nee. Nee oder doch? Vielleicht. US-Reimport. Ah, okay. US-Reimport. Dann haben wir noch einen E50 AMG, einen deutschen. 210er. Ja, aber ganz krass, ey, den habe ich mir angeguckt. Der hat eine Designio-Ausstattung. Nee, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt. Ja. Vanille oder so. Doch, ist ein Okay. Das heißt, der ganze Sitz ist einfarbig in hell? Der ganze Innenraum ist in diesem Vanilleton. So richtig vanille-gelb-beige. Nee, dann ist das. Weißt du, was das ist? Ich weiß, was das ist. Helios. Hast du eine Fahrgestellnummer? Nee, es steht der Designio drauf. Ja, ist richtig. Es ist Designio, definitiv. Genau. Die Farbe, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt. Ja, ja. Fragestellnummer habe ich. Es könnte auch, naja, egal. Und außen ist der grün, dunkelgrün. Und der ist gelaufen 86.000. Deutsches Auto auch.
Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Toll. Großartig. Mega. Ob der dir bekannt vorkommt, weiß ich nicht, weil der steht schon sehr lange in dieser Sammlung. Also deshalb. Ja, nee, es kommt mir nur bekannt vor, als wenn ich so ein Bild schon mal von so einem Auto gesehen habe. Dann haben wir hier noch einen C36 AMG. Oh, Silberleder-Schwarz, oder? Silberleder-Schwarz, 140.000 gelaufen, deutsches Auto. Was ganz krank ist. Oh, Jens, ey, das ist ja, dann haben wir einen 190. Kannst du mir da einen Paketpreis machen? 2,516 in Schwarz. Und dann was ganz Krankes, ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es verkaufen soll. Nee, mach Schuld. Pass auf, da ist einer beigegangen, hat sich einen 190e gekauft, einen normalen, ja? Ja. Hat den umbauen lassen bei Mercedes mit Originalkarosserieteilen damals zum Evo 2. Mhm. Also sieht aus wie ein Evo 2. Mhm. Und das Auto hat einen, ich habe den Namen gerade nicht mehr auf der Pfanne, hat einen Kompressormotor drin. Du kannst von innen die Leistung einstellen. Mhm. Und zwar zwischen kranken 300 und 500 noch was PS. Hä? Was für ein Motor soll das denn sein? Ich habe da nur reingeguckt. Es waren sehr, sehr viele blaue Schläuche in diesem Motorraum. Und es war auch sehr, sehr voll. Der Motorraum, irgendwie mit Kühler und ich nur so, ach komm, mach die Haube zur Seite, kannst du das auch verkaufen? Ich so, boah, keine Ahnung. Jens, ganz ehrlich, alles was ein Stern, an der Stelle, das kann man alles nicht verkaufen, das sollte man lieber im Konvolut günstig an einen guten Liebhaber geben, der jetzt schon mal anfängt zu sparen. Ein guter Liebhaber, da ruf ich erstmal deine Frau an, ob du ein guter Liebhaber bist. Da bin ich mir nicht sicher. Der hat den anderen wahrscheinlich. Da bin ich mir nicht sicher. Der das besser kann. Ach, denn ein Auto, Verdammt. Eigentlich nicht mein Thema, aber da habe ich gesagt, doch, finde ich irgendwie doch, ein 600 SEL, ein 140er in Silber, weil der war auch irgendwie 120 gelaufen oder so und der sah halt aus wie neu. Kurz oder lang? Achso, SEL hast du gesagt, genau. Dann haben wir noch ein SL 600 mit 21.000 Meilen, US-Reimport. Hm, 129er? Ja. Oder nicht? Ja, in Silber. Oh, scheiße. Leute, das ist natürlich, also das ist für mich gerade. Was haben wir denn hier noch? Pass auf, ich geh noch weiter. Dann haben wir noch einen weißen 944. Mhm. Der war gelaufen, 140.000 ganz früh. Ganz 84er. Also mit dem alten Armaturenbrett und Umrisse. Komplett schokobrauner Innenraum, außen weiß. Im Top-Zustand, also warm. Und noch ein weißes 968 Coupé. Optisch wie ein CS, war aber kein CS. Also CS-Felgen und so weiter, war aber normaler 68er. Was haben wir hier noch? Also weiße Felgen und so? Ach so, ja, wir haben noch. Genau, Jens, wir haben noch einen W123, ein 300 Turbodiesel-Kombi in Anthrazit mit schwarzem MBTEX. Ja, ein Ami denn, logischerweise. Nee, deutsches Auto. Deutsches Auto komplett dokumentiert, 200.000 Kilometer. Zustand wirklich toll. Mir war es erst, habe ich gedacht, boah, der Kilometerstand ist mir so hoch, aber so ein Auto gibt es ja gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. Also, wir reden wirklich von einem, also sorry, es ist ein Turbodiesel? Ja, es ist ein Turbodiesel, ganz sicher. Steht doch groß hinten dran, Turbodiesel. Es ist ein Turbodiesel, auch selten zu finden, glaube ich. Ja, kannst du wohl laut sagen. Und da also, kann man den Kilometerstand, ein Audi Quattro, das war so ein Fehlkauf, der musste dann leider mehr oder weniger restauriert werden. Aber immerhin 83er Quattro in Rot. Also das heißt, dein Besuch war erfolgreich, du hattest mir davon erzählt und die Qualität der Fahrzeuge scheint Garage 11 fähig zu sein. Ganz sicher. Ich bin ein bisschen, also das sind alles, gut, das wundert ja jetzt niemanden, sorry dafür. Aber wir haben noch was ganz Schräges übrigens. Die Mercedes sind alles genau ein Opel, ein Opel Adam, aber ein Rallye-Fahrzeug. Okay. 2000 Kilometer gelaufen. Aber nicht mit Zulassung, oder? Natürlich. Alle Autos sind zugelassen mit Nummernschildern, TÜV, mit Service, mit allem. Alle. Komplett alles. Ist alles zugelassen. Also so, wie du das liebst. Ja, alles. Ne? Und nicht so, die letzten 15 Jahre ist ja längst nicht gefahren. Müssen wir mal gucken. Alles ist alles. Reifen sind aber noch gut, haben gut Profil. Ich habe zu jedem Auto alle TÜV-Berichte, alles habe ich alles. Ah, ich bin jetzt. Nur ich habe den Platz gar nicht, also muss erstmal in Ruhe losstottern. Ne? Kannst du mir nachher Bilder zeigen? Ich habe keine gemacht. Verdammt!
Das war ein wo ich war, wo auch immer das ist, egal, war auch ein großes Schild mit einem durchgestrichenen Fotoapparat. Ja. Habe ich gar nicht gefragt, ob ich nicht. Nee, dann nicht. Ist auch warum auch? So. Ich habe das in meinem Auge, ich habe es ja gesehen. Mir geht das auch oft so, manchmal ärgere ich mich dann trotzdem. Aber du bist. Also mir persönlich, wenn du dich mit den Autos gehen die beiden Smart sehr nah. Oh, scheiße, ey. Weißt du, was mir sehr nah geht? Oh. Also erstmal ist es interessant, wo gibt es denn Brabus Smart mit 20.000 Kilometern? Gar nicht. Gibt es nicht Internet. Wir können nachher mal drüber diskutieren mit den Preisen. Hast du dir schon überall Gedanken gemacht? Ja. C36 AMG zum Beispiel. Ne? Auch da, ich weiß, die Dinger gab es für ganz kleines Geld und es gibt die immer noch relativ günstig. Und das war halt auch so ein Katastrophenauto, weil es dafür keinen Kaltlaufregler gab. Deshalb haben die immer in der Steuer schön gleich mal ein Tausender gekostet und so die letzten Jahre. Jetzt kriegen sie aber langsam alle H-Kennzeichen, weil 94 ging das mit dem Auto los, 95, 96. Ja, der ist im Baujahr. Ganz. Also es ist 94, der hat schon ein Haar. Siehste? Und das ist nämlich genau der Punkt, weil dann ist es ja egal. Und ich habe ja mehrere davon gehabt. Ich habe 3 Stück gehabt, Jens. Und der erste steht, war der beste. Steht Klassik Dada, steht Zustand 2, 15, Zustand 1, 25. Ja. So. Ja, das könnte sein, dass ich da nochmal zucke. Da müssen wir mal reden. Weil das ist dieses Auto, ich kann mich da halt noch dran erinnern, mit dem Auto habe ich unglaublich Spaß gehabt, weil der geht wirklich geil. Und er ist so dermaßen cool auch vom Klang, weil dieser rein 6-Zylinder und dann haben sie auch, wenn du dir das genau anguckst, musst du dir wirklich mal angucken, im Motorraum ist der Schnorchel an dem normalen Luftfiltergehäuse eines normalen M104 Motors ist so mit Nieten festgemacht. Also du siehst da so ein paar Dinge, bei denen du sagst, oh, das ist ja nicht original. Doch, das ist Tuning gewesen damals. Das sind halt die ersten Autos, bei denen AMG dann halt gesagt hat, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir aus dieser Wurst hier was machen. Und dann haben sie sich halt ein paar Dinge ausgedacht. Manches davon ist, als hätten sie es entwickelt und haben sie es auch. Manches ist aber auch so, ja, da müssen wir halt hier ein Loch reinschneiden und müssen wir da halt was randübeln. Ja. So. Und ein ganz, ganz, ganz toller Motor. Und ich mag den, das Tolle ist ja echt, ist ja bei dem Auto genauso wie beim 210er auch. 202 und 210er sind richtig, richtig solide, geile, typische Mercedes, wenn sie keinen Rost haben. Oder vielleicht, mancher sagt, die sind sehr typisch, wenn sie Rost haben. Aber die hatten jetzt keinen. Ja, ein jetzt Traum. Der E50 ist auch geil in diesem. Du guckst ja erst rein und dann guckst du nochmal und nochmal und dann ist so, oh, ist das schon sehr cool. Naja, ist ja sowieso so meine Farbkombination, grün und beige. Und das war ja damals auch so richtig, ist ja so ein Gentleman-Auto. Hat ja mit dem heutigen AMG, haben diese AMGs ja nichts zu tun. Nee, hier war ein sehr netter Herr, hat sich den vorhin den 230 Kompressor angeguckt. Das ist ja klar. Der hat ja auch ein AMG-Styling-Paket. Ja. Und hat mir genau das haben wir gesagt, ja, das sieht ja sehr gefällig aus, ist ja schön gezeichnet auch. Der Seitenschweller mit dem Schwung drin und der untere Schwung geht in die Heckdiffuser über. Vor allem und sehr nah an dem Prototypen damals. Genau, also und es hat nichts mit diesen aufgerissenen Mäulern und diesen Schächten und diesem komischen Design von heute zu tun. Sondern es ging darum, eine sportlichere Variante anzubieten, Klar. Aber elegant. Weil es ist ja nicht irgendwie brüllend. Ne? Klar, heute muss man dazu sagen, dadurch, dass du natürlich viel mehr Leistung hast, brauchst du halt riesige Ölkühler, die dann auch... Ja, ne? Aber trotzdem, es wird ja alles so aggressiv gestylt, wie es nur geht. Ist da ja gar nicht. Bei dem, du guckst ja gerade drauf, die sind ja aggressiv. Jens, das ganze Auto ist ja, wenn man ihn heute sieht, der ist so sympathisch. Also ein SLK ist wirklich aus dieser Zeit... Dieses Auto haben die Menschen geliebt. Den mochte keiner nicht, kam. Ganz interessant, der Kunde, mal gucken, ob er den kauft, weiß ich nicht, wir machen mal eine Probefahrt demnächst und weiter, der hat sich halt mit dem Thema jetzt eingehend beschäftigt, hat gesagt, okay, der ist hier preislich am oberen Rand und hat sich den angeguckt, haben uns geredet und so, und Porten am Scheck gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt er wäre sogar positiv überrascht, er wäre noch besser, wie er das, also so vom Gefühl war das noch besser für ihn, wie er das gedacht hat, weil halt alles stimmt an dem Auto. Weil halt, das hatte ich diese Woche schon mal, es hat sich einer Dr. Elf angeguckt und der hatte sich wohl mehrere Minis angeguckt in letzter Zeit. Und jedes Mal, wenn er hinkam, war es noch nicht mal im Ansatz wie beschrieben. Verrottet, also es war nicht einmal so wie gedacht. Mhm. Das verstehe ich immer bei den Verkäufern gar nicht, weil es macht ja keinen Sinn. Weil der dann kommt, ist enttäuscht und kauft es nicht. Und du verkaufst es auch nicht und hast auch, der hätte die Zeit ersparen können. Ja, ich habe aber das. Der kann ja zu Hause sitzen, mir ein Ei kochen. Ich habe aber den gleichen Ansatz wie du, aber ich glaube, manchmal
dass viele Menschen, die losgehen und kaufen, so wenig Ahnung haben und sich total blenden lassen von jemandem, der das als besonders gut beschreibt. Also dieses letzte Gefühl, was, ich sag mal, wir auch dadurch haben, dass wir uns natürlich unser Leben lang damit beschäftigen, dass du ja selbst bei Annoncen und auch bei Bildern, wenn du dir was anguckst, schon eigentlich 80% lässt. Ja, ja? Weil du bei 80% siehst du schon Dinge, wo du sagst, lass es, vergiss es. Mir schickt jemand eine Anzeige, guck mal, wie toll, über WhatsApp von einem Volvo 240, 244, 50 Jahre Edition von 1977. Mhm. 9.900 Euro, nur 120 gelaufen, deutsches Auto. Mhm. Klingt ja erstmal von den Daten her nicht so schlecht, ja. Nee, gar nicht. So, ich mache die ersten zwei Bilder auf und dann war es das schon. Da siehst du schon, dass hinten beide, der ist ja silber, es fehlt übrigens die Dekostreifen schon mal an der Seite. Klar, weil die Karre ist eh schon komplett lackiert, weil unten die Reserveradmulden, also die beiden Mulden, links und rechts, in Wagenfarbe übergeduscht waren. Die waren halt gar nicht mehr schwarz. Und vor allen Dingen, ein Bild war blöd gemacht für den, der es verkauft, nämlich von hinten schräg. Und von hinten schräg siehst du, dass die Beifahrertür hinten, da könntest du vermuten, die ist nicht zu, aber oben ist sie zu, nur unten nicht so. Also die Tür sitzt gar nicht richtig drin. Wahrscheinlich, weil da irgendwas passt wahrscheinlich gar nicht mehr. So, wie beim 240er eine Tür sitzt, die noch nie raus war, weiß ich, weil ich habe so ein Auto. Mhm. Also die ist halt zu, dann ist sie zu. Mhm. Und das Spaltmaß ist halt, also da ist halt ein Spaltmaß so am Werk, so wie man sich das wünscht. Und nicht, dass die unten ein Stück raussteht, die Tür. Bei so einer Anzeige, da brauchst du gar nicht anrufen, der ist doch nicht billig für 99, das ist Bullshit. Das ist alles Quatsch. Ja. Von mir, es ist ja eine 120 gelaufen, aber leider hat er dann schlechte Zeiten gehabt. Ja, genau. Das ist ja Blödsinn. Ne? Ja, genau. Und du zahlst, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, du zahlst ja immer alles doppelt, genau wie bei diesen Auktionen, wo du dir irgendwie so eine Schrotthure anlachst für 4.000 Euro und dann, hast die Entsorgungskosten hinter an der Backe, das ist alles. Er wird ja kein fahrendes Auto mehr. Hast du eigentlich gesehen, also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der Auktionskatalog jetzt online ist? Ja, gut. Also ich fahre da nicht hin. Ich weiß, du willst nicht, ne? Nee, aus einem Grund schon nicht. Ich will nicht, dass hinterher Leute sagen, der Seldrecht war auch da. Das war sicher interessant. Ja. Ja. Er ist doch so. Ja. Was dann? Ja. Der Seldrecht war auch da. Der hat sich das hier alles angeguckt. Oh. Ja. Mir reichen ja die Bilder. Muss ich mir da nicht hinfahren. Weißt du, nur je öfter man darüber redet, desto mehr bekommt man es ja angezeigt, der Sensationsfund. Und also es ist auch Sensation ist nur, dass die für den Besitzer der Tennishalle, dass die endlich geräumt ist, die Karren da raus sind. Ja, da kann er jetzt endlich eine Paddelsport. Können wir Tennis spielen. Ja, ist ja nicht mehr in. Paddel ist ja jetzt angesagt. Ich bin hier am Dienstag, war ich ja mit Moja hier, wie wir unsere Podcasts aufgenommen haben. Mhm. Carsten hat mich ja abends nach Hause gefahren, netterweise. Und auf dem Weg hierher steht das Moja an der Alster, an der Ampel. Und da guckst du zur Seite und guck nochmal. Und da steht auch so ein schwarz-metallic Lamborghini Urus ohne schwarze Scheiben. Und jetzt kommt's. In schwarz-metallic ohne schwarze Scheiben. Hoch. Guckst du nochmal hin, denkst dir, plötzlich hat das ja... Du siehst bestimmte Linien in einem Auto plötzlich, die du vorher nicht gesehen hast. Da habe ich gedacht, aha, ja, das ist ja auch interessant ohne schwarze Scheiben. Also weißt du, dieses Thema schwarze Scheiben, die haben immer alle schwarze Scheiben. Meistens sind ja irgendwie so schreiend gelb oder so oder orange und schwarze Scheiben, so schwarze Felgen. Der hat auch keinen schwarzen Felgen. Also irgendwie hatte der plötzlich so eine, weiß ich nicht, der war so unaufdringlicher. Ich war ganz überrascht. Ich habe neulich auch neben so einem Auto gestanden und ich weiß gar nicht, war das mit meiner Frau, die dann irgendwie sagt, wo ich dann sagte, weißt du, was das für ein Auto ist? Und sie so, nö, das und das. Und ich so, nee, das ist ein Lamborghini. Und sie so, ach, machen die jetzt auch schon SUVs? Weißt du auch so? Naja gut, so. Die haben schon SUV gemacht, da haben die anderen noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist richtig. Ich sag nur, ja, den Tina Turner. Der LM 002. Ja, genau. Boah, was ein Monster, ey. Ja, teuer gut. Geworden, richtig teuer geworden. Ja, gut. Ja. Waren mal echt günstig, wollte mal keiner haben. Wie so vieles. Ja gut, die waren ja aber auch extrem schwierig, was die Motoren anging. Und ich weiß, da gab es einen Umbau mit einem M119, also im 500er ja. Motor, oder als 6 Liter aufgebaut AMG, irgendwie so eine Geschichte. Ja. Aber wo du AMG sagst, ich fahre am Montag zum Mepores und
sondern ein langes Projekt ist jetzt so gut wie fertig. Wahnsinn, Leute, das haben wir angekündigt vor, ich würde fast sagen... Vor 2 Jahren. Nee, länger. 3 Jahre? Definitiv länger. Der MKB 70TE, wie er in der Presse überall heißt, gibt es ja in Autobild einen Bericht drüber und so. Ja, aber das Auto ist nicht von MKB gebaut worden, muss man mal ganz deutlich zu sagen, auch damals nicht. Mhm. Da war der mal im Service, da wurde irgendwas gemacht, aber... Man hat es jetzt auf die Fahnen geschrieben und dann gibt es halt einen Zeitungsbericht, eine Autobild Tuning oder Sport, wo der MKB 70TE genannt wird, aber tatsächlich wurde das Auto bei AMG Kicherer gebaut. Mhm. Und es gibt auch eine Neuwagenrechnung, original auf AMG-Papier zu dem Auto, also auch zu der Fahrgestellnummer. Und ich habe jetzt so Bilder aus dem... Echtes AMG-Papier? Ja, ich habe jetzt so ein Bild, so 30 Jahre alte Bilder vor mir gehabt, wo das Auto dann tatsächlich in Genf auf dem Automobilsalon steht und die ganzen Leute mit ihren Halbfokuhila-Frisuren noch dahinter rumrennen. Das ist ganz geil eigentlich, die Fotos. Und es gibt auch Fotos, wie das Ding gebaut wurde. Der hatte ja so, hatte ein Problem mit zu wenig oder gar keine Kühlluft, die angesaugt wird. Und die hat dem Motor und den Steuergeräten noch arge Probleme gemacht. Übrigens ein typisches Problem in dem 124er Motorraum, was ja auch der 500e hatte und deshalb so eine ganz spezielle Konstruktion hatte. Vielleicht ganz kurz, bevor du weiterredest, die ersten Prototypen von dem 500e, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, das war in Automotorsport, ich meine 88, 89, die hatten noch die ersten Prototypen-Kotflügel hatten noch die Turbodieselstreifen in den Kotflügeln. Das heißt, die haben auch damals schon experimentiert mit Luftansaugung von der Seite, aber auch das hat nicht so hingehauen aufgrund der langen Wege. Und dann haben sie, die Luft wird ja hinter den Scheinwerfergehäusen gezogen. Deshalb sind die Scheinwerfergehäuse eines 500e auch komplett anders. Und da gehen die Luftschläuche ran. Ja? Das kann man auch nicht umändern. Da kann man auch nicht einen kurzen Luftfilter draufsetzen, so wie das viele in Amerika gemacht haben. Weil dann kriegst du die warme Luft deines Motors. Und der wird sehr warm da in dem Motorraum. Und warme Luft ist halt nun mal für den Motor leistungsschwächend. Hier haben wir ja noch das Problem, da ist ja kein 8-Zylinder drin, nee, sondern ein 7,3 Liter 12-Zylinder. Das ist so krank. Das ist so allein wenn du den Motor, die Haube aufmachst und guckst da rein, fragst du dich, wie? Das sind echt, sorry, das sind automobile Endgegner. Wie? Das ist so, das ist dir doch, wenn du so ein Auto hast, ist es dir doch völlig egal, was auch immer noch für ein Auto auf der Welt gebaut wird in Zukunft. Ich beschreibe das Auto nochmal. Also das Auto, da ist jemand, ein sehr solventer Mediziner aus dem Taunus, der bestellt sich bei Mercedes für 90.000 D-Mark ein E200. Genau, das war der teuerste, sicherlich der teuerste 200er TE, der jemals verkauft wurde. Weil das ist nämlich volle Hütte gewesen. Alles, was nur irgendwie geht, war da drin. So. Silber, Leder, Schwarz. Der hat übrigens auch hier dieses belederte 500e Armaturenbrett. Ja, das belederte Armaturenbrett. Ich weiß, ich kenne die Bilder. Ja. Ich kenne das Auto ganz aus von Bildern krank, von vor 20 Jahren. Und dann ist dieses Auto zerlegt worden. Man hat den neuen Vorderwagen praktisch gebaut, um diesen 7,3 Liter Motor. Der Vorderwagen entspricht so formal mit den Kotflügeln dem 500e. Ja. Hinten ist der auch 500e breit, weil irgendwie muss ja die Achse vom SL60 da rein und irgendwie muss man das ja verkleiden. Ja. Und von hinten hat er so 2 kleine Auspuffröhrchen nur, die so runtergehen. Also alles dann so schlicht, wie es geht. Und die Umbaukosten alleine in der Rechnung sind brutto nochmal 270.000 D-Mark gewesen. Ja. Das heißt, der Wagen hat damals 360.000 Mark gekostet. Ja. Das sind also, wenn du das jetzt durch so einen Inflationsrechner jagst, als wenn du dir heute für 500.000 Euro ein Auto bauen lassen würdest. Mehr. Ja, mehr sogar. Und das Krasseste ist, auf der Rechnung steht, Angebot und Rechnung steht oben auch drauf, dieses Fahrzeug ist eine Einzelanfertigung, steht extra drauf, wir haben die nur einmal gebaut und er wird fertiggestellt zum Genfer Automobilsalon. So, also das steht da drauf. Also es steht schriftlich, das Auto wird nur einmal gebaut. Punkt. So. Klar, wer soll das auch bezahlen im Zweiten? Das Interessante ist, ich habe da einen Interessenten für, der hat schon den Hartke F1 in seiner Garage stehen. Wo hat er den wohl her? Und das ist natürlich ein geiles Pärchen hinterher, ne?
Ja, und ich stelle mir, mir das aber noch so vor. Die beiden Endgegner nebeneinander. Wir reden von, der ist Baujahr 94, oder ist der 93, 94? 94? Ja. Ja. So, wir reden von 94. So, dieser Motor, 7,3 Liter, 12 Zylinder, ist ja ein normaler Sauger, hat 500 PS, oder? 525 PS. Genau. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, also du bestellst dir das alles, du kaufst das alles und dann holst du das ab. Setzt dich da rein, machst ein 124er T-Modell an, ja, hörst diesen Anlasser und den leichten Sound eines 12-Zylinders vorne unter der Haube. Entschuldigung, die Rechnung ist vom 22.10.2003. Nee, Quatsch. Das ist Fax. Warte mal. Nee, ist Quatsch. Aha. Ist denn hier das Rechnungsdatum? 10 Jahre Bauzeit. Kann passieren. Oh, kann passieren, ne? Was ich damit nur sagen will, ist, und dann fährst du mit dem Ding, fährst den irgendwie ein. 15.05.95 ist die Rechnung geschrieben. Ja, das macht Sinn, ja. Fährst das Auto ein und drückst auf den Pinsel und denkst, Alter, was ist hier los? Was gab es denn damals für ein Auto, was über 500 PS hatte? 94.000. Versuch mal drüber nachzudenken. Ein M5 Touring damals, ja, mit dem 3,4 Liter Motor. 3,4 und dann 3,6, wie war das noch? Wurde der Hubraum gesteigert dann? Ja. 340 PS. Und das war ein richtig, 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 richtig schnelles Auto. Aber hier mit so einem 12-Zylinder, du hattest doch gar keine Gegner. Was hattest du denn für Gegner? Nee. Das Geile ist auch. Unglaublich. Pass auf, das Geile ist auch hier. Pass auf, sie erhielten ein PKW Mercedes 200 T-Limousine umgebaut auf V12. Das ist geil. Sie erhielten, steht drauf. Ja. Extras laut Anlage. Neuwagen ohne Zulassung. Brillant, Silber, Leder, Schwarz. Unglaublich. Nochmal, das ist unglaublich. Das ist das Wichtigste. Und trotzdem, du stellst das Auto, darf ich mal sehen? Du stellst das Auto vor deine Einfahrt und. Das erkennt ja keiner. Jeder sieht ja nur einen silbernen. Ja, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Auch es ist alles Wahnsinn. Ja, und du hast recht, das ist lustig, wirklich. Wie die. Der Preis. Das ist doch so geil. Sie erhielten und dann steht da so ein Preis. Und das ist wirklich für die damaligen Verhältnisse in D-Mark ein absurder Preis. Aber Lottogewinn. Für das, was sie gemacht haben, ne, ist das ja also eigentlich wenig. Das ist ja kein Tuning. Das ist ja Automobilbau. Das hat nichts mit Tuning zu tun. Ja, nee. Der Vorderwagen und die ganze Technik, also im Endeffekt ist ja von dem T-Modell ab Windschutzscheibe nur der obere Teil übrig in die Innenausstattung. Ja. Alles, was da drunter ist und vorne dran kommt, ist ja alles gebaut eigentlich. Ja, ne? Ja, unfassbar. Nochmal, das Auto ist wirklich unfassbar. Und das ist auch nach heutigen Maßstäben, glaube ich, ein Wahnsinnsfahrgefühl, Jens. Es ist nach wie vor ein Wahnsinnsfahrgefühl. Motorumbau, pass auf, der Motor, also Basis, der Motor, ein 6 Liter V12. Ja. 50.370 D-Mark. Motorumbau auf 525 PS, 45.800 D-Mark. Ey, der hat 100.000 D-Mark hat der Motor gekostet. Ja. Ja. Ey, alter Falter, ey. Ja. Deshalb finde ich die 295 eigentlich günstig. Alter Falter. Unglaubliches Auto. Nochmal, ist ein unfassbares Auto, wenn der hierher kommt. Wenn er es hierher schafft. Ja, ach übrigens, der hat eine V-Max-Begrenzung, der Wagen, bei 285 steht hier. Ja, du lachst jetzt, aber natürlich hat er wahrscheinlich, man muss halt mal gucken, was sie für ein Differential reingebaut haben. Das wird da wahrscheinlich auch irgendwo stehen. Steht hier alles drin, ja. Trotzdem ist das T-Modell natürlich, was die Karosserie angeht, da müssen sie wahrscheinlich dran arbeiten, damit er auch, ja, bei hohen Geschwindigkeiten auch noch vernünftig auf der Straße. Ey, das ist ja, bleibt ja ein T-Modell. Du kannst ja deine Koffer einladen, mit der Familie fahren. Du kannst ja was zuladen auch. Ja. Und das, weißt du, was das Coolste ist in den Fahrzeugpapieren? Na? Ist mir aufgefallen, dass die Schlüsselnummern sind nicht geändert. Ist in Schlüsselnummern so ist es immer noch eine E200. Ist gut, wenn du bei der die Versicherung anfragst. nee. Ja? Ich habe da mal, der ist geklaut worden. Ja okay, 200, da gibt es 5.000. Nee, gib mehr. Ich habe da noch mal was. Schauen Sie mal, hier gibt es so eine Rechnung. Ja. Ach, genau. Cool. Ja, also. Ja, cool. Das ist geil, ne? Ja,
Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, dieses, dieses Kühlluftproblem ist gelöst worden, indem die Firma Meporest, sind ja echt, finde ich, die Jungs, haben eigene neue Scheinwerfergehäuse angefertigt, wo jetzt praktisch Fern- oder Nebelscheinwerfer sozusagen fehlen. Und da ist jetzt ein Ansaugtrakt praktisch, direkt links und rechts. Oh, jetzt, da siehst du mal, ne? Egal wie gut etwas ist, man kann alles optimieren. Jetzt funktioniert es auch. Die ersten Tests waren erfolgreich, super. Endlich das, wo es hingehört. Die ersten Hochgeschwindigkeitstests in Nardo waren erfolgreich. Ja, genau. Geil. Echt geil. Ja, ja, Wahnsinn. Gut, der muss auf jeden Fall wenigstens einmal hin zum Fotografieren, ne? Ja. Auch wenn er verkauft wird. Ja. Direkt. Ja. Ja. Ja, da bin ich jetzt lange am Rumhühnern, auch mit Florian. Jetzt bringen wir das endlich mal unter Dach und Fach alles. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja wirklich, also die, nochmal die Autos, die du vorher schon genannt hast, das sind ja auch, das ist ja alles völlig mein Beuteschema. Du weißt, was krank war? Mann, wie ich neben toll. Dem, ich finde den 300 SE als Modell ja schon immer gut. Ja. Schon immer. Ja. Ich finde, ich mag den auch nur mit Stoff und einfach so ganz schlicht. Wäre sogar cool, wenn er die Radkappe hätte. Nee, der hat Gullideckel drauf. Entschuldigung, ach doch, sage ich schon. Gullideckel, klar. Ich habe einen 300 SE, habe ich ja, der war nie hier. Den habe ich damals einem befreundeten Kunden besorgt sozusagen. Der hat ja einen Vollausstatter. Mhm. Der hat ja einen silbernen mit Leder, schwarz, einmal mit allen Extras, ist alles drin. Mhm. Ist auch ganz cool, weil es halt nur ein 300 SE ist. Mhm. Aber du stehst da in Nelkengrün mit grünem Velour. Ich gucke so rein, ah ja, Velour. Da habe ich schon gedacht, wann hat denn schon mal ein 300 SE Velour? Gar nicht. Und dann gucke ich dann nochmal hin und ich so, Alter, der Innenraum ist grün. Ich kann nicht, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, vor allem der ist halt eher dunkelgrün, das ist das Coole. Ein ganz dunkles Grün. Und Nelkengrün ist ja ein sehr helles Grün. Ja. Ist ja geil. Ich finde die Farbe auch, also es wirkt einfach. Die wirkt oldschool. Es ist super selten, ja. Ja, das wirkt so, als hättest du eine Sonderbestellung gemacht und hättest gesagt, ach komm, mach mir den nochmal in der Farbe von 1974. Ja, so. Ja, ja, ja. Es passt eigentlich nicht. Das könnte sogar eine Farbe, und das ist natürlich mit Metallic-Lackierung eher selten gewesen, aber es könnte sogar eine Farbe der 60er sein. Ja, es so passt. Vom Ton es passt her. Gar nicht zum Auto eigentlich, aber das ist genau der Kick. Und es ist echt so Pastell, ne? Also es ist so ein bisschen pastellig. Ja, das ja. Melkengrün. Schon mega cool. Ja, sowas ist schon echt special. Coole Sache das. Ja, Wahnsinn. Ich bin wirklich gespannt. Also auf die Autos, die jetzt kommen, das trifft natürlich meinen Geschmack. Übertrifft meinen Geschmack, würde ich fast sogar sagen. Ja. Weißt du, was ich heute noch... Ich kläre das nochmal mit deiner Frau, ob du ein guter Liebhaber bist, dann können wir weiterreden. Ja, ich, bei den Autos, die du genannt hast, weiß ich gar nicht, was ich als erstes mir noch... Also was ich gerne hätte. Ey, ganz ernsthaft, ich... Also, das ist ein bisschen Überdosis eigentlich, ne, gewesen. Das ist Überdosis, ja. Na. Also ich finde das ja immer alles ganz toll, aber ich will das gar nicht haben. Mhm. Ich stehe dann ganz lange auch vor so einem, also bei einem SEC würde ich nochmal schwach. Mhm. Ja, aber den müsste ich leider modifizieren, also so normal könnte ich hier nicht fahren. Mhm. Da müsste erst mal ein paar dicke AMG-Pellen drauf und dann müsste tiefer und Spoil, also so. Deshalb ist es doof, deshalb ist es cooler, wenn der das schon alles hat eigentlich von vornherein. Die Smarts, das finde ich richtig, das finde ich richtig geil. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist der E50. Und da würde ich mich auch drin sehen. Jens, und tu mir einmal einen Gefallen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, ne? Fahr nur mal mit so einem Auto, so einem Block, fahr mal damit. Was heißt die Möglichkeit? Was soll die ja verkaufen? Natürlich die Möglichkeit. Ja, aber ich mach das gut, mal. Ich mach das ja oft nicht. Ne? Ich fahre. Nee, genau. Ich bin tatsächlich genau, einer der wenigen Händler, die nicht gerne mit den Autos fahren. Ich mag das nicht, ich finde das doof. Es gibt immer, wenn ich einen Grund habe, Grund heißt Probefahrt oder zu Alex zum Schiff oder zur Werkstatt. Ja, aber ich habe noch nie, wirklich noch nie zum Spaß irgendein Auto genommen hier aus der Garage und bin damit nach Hause gefahren. Egal, ob zugelassen oder noch nie. Nein, nicht ein einziges Mal, finde es total dämlich. Würde ich auch nicht machen. Aber das ist nicht mein Thema. Mir geht's ist auch das ganz oft, fragen mich die Leute, und bist du mal gefahren? Ich sage, nö. Ey, wieso bist du nicht gefahren? Auch Kunden manchmal, denen das Auto gehört. Mhm. Ja, fahr den doch mal. Ich sage, nein, ich will den gar nicht fahren. Ich handle den, ist gut. Ja. Ich muss den nicht fahren. Ja, wenn man, jetzt muss man trotzdem sagen, wenn man über das Auto
schwärmen möchte, also es ist sicherlich nicht bei jedem Auto so, es gibt sicherlich auch Autos, die fährt man und sagt, boah ey, der sieht wirklich deutlich besser aus, als er fährt, das gibt's auch. Gibt, ne? Also 100, es gibt's andersrum? Ja, bei einem 107er zum Beispiel, dass wenn du den jetzt, also erstmal ganz blöd, wenn du in einen Mitte der 80er 107er einsteigst, bitte nicht falsch verstehen, ihr Lieben, ich weiß, ganz viele von euch lieben das Auto, es ist auch toll, ja, es ist nur nicht so, dass man das Gefühl hat, irgendwie, das ist jetzt irgendwie Fahrspaß der Mitte 80er, sondern es ist eher so, das ist halt Stand 70er. So. Klar, nee, hat der eine, klar hat der eine Modernisierung bekommen. Das Auto ist 1971 auf dem Markt. Ja, 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 das will ich damit nur sagen. Aber ich habe ja so Momente, wie ich zum Beispiel die Probefahrt, ich bin ja dann selber gefahren, ich lasse die Kunden ja dann erstmal nicht so alleine los mit dem NSU TTS. Da war das ganz extrem, dass ich plötzlich gedacht habe, Alter, ist der geil. Wie geil fährt er? Also, ja, ja. Wie geil ist das Auto? Emotion pur. Nee, wie das, ja, nee, wie das alles konnte. Und ich war so positiv überrascht. Oder hier meine kleine Runde mit dem, kam ja gerade vom Transporter, bot sich an, einmal Straße hoch und runter mit dem MG, mit dem Vorkrieg. Ja. Und dann sagst, ja, das fährt aber geil. So. Ja. Aber ich, nee, ich träub mich dagegen, fahr doch mal eine Runde, meine ich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also mit dem NSU TT, das musst du mich korrigieren, wenn das nicht so war, aber eigentlich hat der ja ein Temperament, was man sonst typischerweise von den Italienern aus der Zeit kennt. Das und die Qualität, der ist ja restauriert bei dem Klaus Backes, bei diesem Spezialisten. Ja. Diese Qualität auch des Fahrens, da knirscht nichts, da klappert nichts, da quietscht nichts und der ist ja extrem breit und tief. Also du hast ja mit einem negativen Sturz und denkst ja, da passt kein DIN A4-Blatt zwischen Kotflügel, passt auch nicht. Ja. Es schleift aber auch nicht. Nee, das ist richtig. Wenn du mit dem Ding irgendwie 10 Kilometer gefahren bist, hast du nichts mehr zwischen den Zähnen. Nee, wir sind zu zweit hin, und da ist ein Stück Kopfsteinpflaster gewesen, der schlägt nicht an, da quietscht nichts, da knarrt nichts. Das ist eine Qualität. Ich sage, Alter, wie geht das denn? Wahnsinn. Mhm. Geil. Mhm. Gut, hat auch was mit dem Restaurator zu tun. Man kann ja viel falsch machen, aber geil, nee. Mhm. Also es gibt immer wieder Autos, die mich positiv überraschen, wo ich sage, oh, deshalb will ich den trotzdem nicht haben. Aber bei so einem Brabus Smart stehe ich dann davor und denke mir, scheiße, da ist er ja. Weißt du? Ja, ja. Da ist er endlich. Ja, ja, genau, ewig als Suchmaske. Wollte ich gerade sagen, du hast ihn ewig als Suchmaske. Und plötzlich ist da einer im perfekten Zustand. Genau. Stimmt alles. Farbkombi, alles stimmt. Genau. Und 20.000 Kilometer und nu. Und jetzt kommt der Joke. Wenn du den jetzt nicht kaufst, kannst du deine Suchmaske aber auch löschen. Die kannst du dann löschen, ja. Ja, weil dann das Problem ist nur, der ist so gut, der könnte ich schon bei Regen nicht mitfahren. Weißt du, ich meine? Ja. Also eigentlich, den müsste man dann als erstes... Ist schon klar, aber... Als erstes zur Wachsmafia bringen. Genau. Jetzt sagt ihr, oh, der ist so aus Plastik. Ja, das ist aber nur die Außenhaut. Der den kannst du auch nach 2 Stunden wieder mitnehmen, so klein wie der ist. Na, von wegen. Das ist richtig Arbeit, ist richtig Arbeit dran, dem Auto. Ja. Ja. Der hat ja tatsächlich... Die Zelle ist ja aus Metall, also der Unterboden und so. Da gibt es schon genug, was auch gammeln kann. Ne? Das stimmt. Und der müsste erstmal richtig konserviert werden. Dann könnte man darüber nachdenken, den zu fahren auch vielleicht. Aber eigentlich ist das schon Smart. Also das ist so der Brabo Smart, den man für immer wegstellt eigentlich in der Qualität. Ne? Ja. Ist ja jetzt auch so gewesen. Ja. Ja, naja, kommen wir mal, lass uns mal über ein paar Autos reden. Ich habe einen Schreck gekriegt, wie ich den Smart da gesehen habe. Das war, weißt du, andere würden in so eine Halle kommen und da standen ja noch ganz andere Geschichten rum und würden da komplett frei drehen. Ich drehe frei wegen dem Smart. Der hat wahrscheinlich auch gedacht, was ist mit dem denn los? Ja, aber manchmal ist das ja so. Ja. Manchmal ist das so. Da steht da genau das, was man eben nicht erwartet und was man immer haben wollte oder... Wo man eben sagte, wie du schon sagst, man hat eine Suche dafür und man glaubt halt nicht, dass es so ein Auto in dem Zustand noch gibt, so, dass die erhalten geblieben sind. Ne? Ja. Ja, schon stark. Aber schön, dass das so ist, wie es ist, weil du hattest das angekündigt und ich war dann schon so ein bisschen, also einerseits war ich traurig, dass ich nicht mit dabei war und andererseits habe ich so gedacht, hoffentlich ist es die Qualität, die man erwartet, wenn man sich sowas anguckt und wenn das dann so ist. Top, alles top. Das war, so tolle Autos sind. Und es war so... Wie soll ich sagen, wie man sich das Händler, oder wie ich mich, also Jens Seldrich, mit meinem Qualitätsanspruch, so wie ich mir das vorstelle, so war es. Mhm. So war die Location, so war der Zustand, so ist alles passte wie Faust aufs Auge. Ich so, oh, es passt alles. Das ist ja auch ganz oft so,
dann hast du irgendwie, ja, ich habe hier eine Sammlung, ich habe hier 20 Autos, können Sie mal gucken, ich will die verkaufen. Du kommst da rein und rennst raus, hast nie keins, danke, tschüss. Also der Einblick drüber so, komm. Ja, das ist halt das, worüber wir ja hier dann auch seltener sprechen, aber Jens hat das auch schon oft erzählt, wenn natürlich der ein oder andere, und das passt dann eben auch nicht, so seine Sammlung auflösen möchte und das dann eben auch vielleicht in eins passieren soll. Nee, weißt du, was ich verstehe? Wenn nur zwei gute Autos oder drei gute Autos dabei sind. Und nee, weißt du, was ich verstehe? Wir werden ja wirklich im Augenblick mehr Verkäufer als Käufermarkt, ist ja nun mal so. Ja, steht ja überall. Mir wird ja täglich irgendwas angeboten, was ich verkaufen soll. Ja. Und da ist so viel Rotz dabei. Ja. Und ich weiß nicht, warum die Leute mir das anbieten. Gucken die sagen dann, ja, ich folge Ihnen, ich finde Garage 11 so toll und ich hätte hier was für Sie. Und dann schickt er dir Bilder und Gutachten oder so. Und dann guckst du die Bilder und denkst du, ist der jetzt mir gefolgt oder irgendwie irgendeinem, meinte der, hat er aus Versehen, wollte er nicht irgendwo so einen Gebrauchtwagenhöfer Höker hinten am EBV anrufen? Ja. Der, schon von vornherein klar, dass es kein Garage 11 Auto ist, in dem Moment, wo ich das erste Bild sehe. Ja, nun ist es ja so, dass trotzdem jeder denkt, du bist Autohändler und kannst ja auch alles verkaufen. Aber die Garage 11 hat ja nur einen begrenzten Platz und eben, du sagst ja immer, du bist ja eher so der Kurator der Garage 11. Ich habe auch eine begrenzte Idee. Ja. Also Platz und Idee sind begrenzt. Mein Horizont ist nicht so groß. Was mich doch immer wieder, und ich will das jetzt ungern nochmal sagen, aber ich gucke zum Beispiel schon, also mich interessieren Gutachten gar nicht mehr. Doch, mich interessieren die wegen den Werten, was drinsteht. Ja. Meistens ist das Auto, meistens steht da die Fahrgestellnummer drin und Kilometerstelle, lalalala. Und dann hast du ein paar Bilder, manchmal sind die Bilder auch ganz gut, manchmal ist es Rotz. Und also ich würde mal sagen, 50% der Gutachten nützen mir schon beim Einordnen von dessen, was mich erwartet. Okay, dann will ich dir nur eine Sache rein mathematisch beschreiben. Wenn du diese Übersichtenseiten siehst, die kannst du mir gleich sagen, in welchen Gutachten die mal drin sind, wo du diesen Strahl siehst von Rot bis Grün und dann ist so angemarkert, wo er sich befindet. Ja? Das ist doch hier in den, wie heißen die, Classic Analytics Gutachten. Kann sein. Ja. So, und jetzt müsste man wirklich mal sagen, so pass mal auf, wenn das jetzt, also sorry, ich will das jetzt auch nicht falsch sagen, wenn das Classic Analytics ist, ist das Classic Analytics, wer auch immer. Jetzt müsste es ja eigentlich so sein, dass das über alle Gutachten hinweg verteilt, überall was zu finden ist. Ja? Ist immer grün. Es ist immer, genau. Es ist immer grün und dann steht da immer, der Lack hat einen schönen Glanz. Alter! Natürlich hat der Lack Glanz. Jeder Lack hat schönen Glanz, wenn du ihm mir 5 Minuten gibst. Das kann aber sein, dass er nach am nächsten Tag schon keinen die Gutacht, hat. Da muss ich die Gutachterei in Schutz nehmen. Bei mir wäre es so, dass ein gewisses Auto, wenn sich ein Gutachter anguckt, man würde dann sagen, boah, also das hier ist hier maximal eine 4-, da, wenn das schon von vornherein klar ist, dass da ein roter Balken ist, wird das Gutachten nicht geschrieben, fertig aus. Und damit fällt es raus. Wer jetzt? Du als Gutachter meinst du das? Nee. Als Eigentümer. Weil die Gutachten immer im grünen Bereich sind. Das ist doch ganz klar, weil nur für vermeintlich gute Autos ein Gutachten gemacht wird. Für ein schlechtes Auto lässt doch keiner Gutachten machen. Ich habe schon so Fälle gehabt, wo ich gesagt habe, boah, bei dem Auto, wenn man da ein Gutachten, nee, das wird nichts, lass mal lieber. Obwohl ich das Auto gehandelt habe und gesagt habe, das kann ein Gutachter so nicht einordnen, wie ich das einordne. Mhm. Der Zustand ist vielleicht eine 3-, aber das Auto ist dermaßen selten und sowas Besonderes. Der Hartke F1, sind wir mal ehrlich, der war ja auch eine 2- vielleicht. Das war ja keine 1. Absolut nicht. 2-. Darum ging es aber bei dem Auto auch nicht. Hat aber einen Preis gehabt, der nicht ein... Ja, wenn aber jetzt ein normaler Gutachter kommt und dann ein Gutachten gemacht hätte, gut, den Preis kann er auch nicht einordnen, da wäre irgendwie so ein Gutachten rausgekommen, ja, Zustand 2-, 70.000 Euro, so, vielleicht. Ja, er hat aber 130 gekostet. Und nu. Ja. Weißt du, solche Autos gibt es ja. Das sind aber Autos, wie soll ich das beschreiben? Das sind so Spezialitäten, wo du, der Honda HR-V hat sich auch jedem, der war ja sofort verkauft. Ja. Vor allen Dingen, pass auf, war sofort verkauft. Ich habe mich dermaßen geärgert, da kriege ich am Montag eine WhatsApp von einem Follower und auch Kunden, der auch schon mal ein Auto gekauft hat und hatte nicht gesehen, dass der schon verkauft ist. Der Wagen sollte 9,9 kosten, hatte ich ja dran geschrieben. Ne? Inklusive Inspektion. So. Inspektion ist auch schon gemacht, übrigens mit Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe, neue Reifen drauf,
neuen TÜV, alles, was Andreas gefunden hat, alles gemacht, für 9,9. So. Und labert da irgendwie, ja, das Auto wäre kaputt. Und er hätte gesehen, ich habe diesen HRV, und er hätte auch mal gleichzeitig geguckt in Mobile und so. Und also mit dem Wert würde es schwer tun, er würde mir 6.500 Euro bieten. Alter, ich habe das ab, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe reagiert, ich habe auch freundlich bestimmt reagiert. Ich finde sowas ehrlich gesagt, ja, eigentlich ist es eine Frechheit. Ja, ich weiß, in Mobile sind zwei Stück drin. Ja. Schon mal keine Viertüre, da geht schon mal mit los, findest du gar nicht. Ja, ja. Den gekauft hat, braucht er auch einen Viertüre, das kommt noch dazu. Ja. Der hatte sich schon mal für den RAV4 interessiert und war aber blöd mit Hund und so, das war jetzt optimal. Immobile ist ein schwarzer Zweitürer drin, ich glaube für 4.000 Euro oder so, 3,9 kostet der. Der ist irgendwie 65.000 Kilometer gelaufen. Ja, ist doch gut, kaufen. Kaufen. Meiner ist aber ein rostfreier Viertürer, zum größten Teil im Erstlack mit 39.000 Kilometer aus zweiter Hand, deutsches Auto, Scheckheft, bla bla bla. Und einmalig, und es hat auch jemand gekauft aus der Szene, der sich richtig mit Autos auskennt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es hat ein Autojournalist gekauft, der weiß ja, was er tut. Der hat gar nicht über den Preis diskutiert. Und wie kommt man auf die Idee? Also wie soll das auch kalkuliert sein? Also er müsste ja der Meinung sein, dass ich bei 6.500 Euro immer noch Geld verdiene. Man meint ja, die Autos sind die mit 50% kalkuliert oder was? Der hat irgendwie, und die Inspektion, alles ist mit drin, laut meiner Anzeige, und er bietet 6,5. Inspektion und mit Reifen und so sind schon mal 1,5, 1,9 weg, ja, von den 6,5 abgezogen, dann verdiene ich auch noch. Meint er, den habe ich irgendwie mit 2.500 Euro in der Abrechnung, den Wagen oder was? Ja. Das ist doch Bullshit. Das finde ich, Ich finde sowas, ich fand das richtig frech, ich habe mich richtig geärgert. Das finde ich übrigens, das finde ich übrigens immer ganz geil. Ich weiß nicht, ob du dem mittlerweile auch folgst, im Klaus Königsallee, der dir Uhren verkauft. Pass auf, und das, bei dem merkst du halt auch, also das ist immer ganz geil, weil er beantwortet wirklich, also auch gefühlt, jeden Kommentar und so weiter wird beantwortet. Dann schreiben die Leute immer so, ich gebe dir das und das. Und dann schreibt er immer nur, ist schon lange verkauft. Weißt du, so, weil er auch, der handelt mit relativ geringen Margen, ne? Für einen Händler, weil er halt sagt, pass auf, rein, raus und immer ist passiert was. Bei mir passiert immer was. Jeder guckt, jeder rein, weil ich täglich irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Uhren kaufe und wieder weg und wieder weg und wieder weg. Und das ist echt ganz geil, weil du bei ihm wirklich ein Gefühl dafür bekommst, was im Moment mit den Preisen passiert. Ja? Und wenn du bei ihm, wenn er diese Videos macht, die du dir dann auch darüber hinaus länger angucken kannst, auch wenn die Uhr schon verkauft ist, und du guckst zeitgleich mal rein, wie die Uhren über noch bei, keine Ahnung, eBay oder sonst wo drin sind, ist egal, ne? Bei Kleinanzeigen viel, viel teurer, ja? Wo du sagst, von irgendjemandem, den du nicht kennst, und bei ihm ist es halt so, der rennt in der Regel nicht weg, weil der macht das schon ziemlich lange und der macht so viele Uhren, als dass da irgendwie, keine Ahnung, falsches Ding bei ist. Absoluter Wahnsinn. Und was ich damit sagen will, ist nur, bei ihm kommen dann auch manchmal Leute und sagen, ja, was weiß ich, also er ist da auch sehr, sehr, geht da sehr rigoros drüber hinweg, weil das einfach frech ist, ja, weil die Expertise. Also die Leute wollen natürlich alle was geschenkt haben, weil die Expertise hat doch derjenige, der das Auto kennt und nicht derjenige, der einfach nur irgendwas sieht. Ich habe übrigens auch dann gesagt, dass ich bitte nie wieder ein Preisangebot von ihm haben möchte. Okay. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Okay. Nee, ja. Da steht ja auch nicht VB oder es steht ein Preis. Da steht nicht Verhandlungsbasis bei mir. Steht ein Preis. Und weißt du, was ich... Weißt du was, der Witz bei der Geschichte ist ja, normalerweise, also vielleicht, um das nochmal zu Ende zu bringen, normalerweise, wenn du wirklich etwas verhandeln möchtest, dann kommst du hierher und guckst dir das an. Und wenn du der Meinung bist, es ist dann nicht so gut, aber du findest ihn trotzdem gut genug, dann könnte man ja vielleicht sprechen. Wenn man ihn aber nicht gesehen hat, bedeutet das ja im Umkehrschluss, er geht davon aus, dass er perfekt ist, weil das in der, also perfekt, sorry, aber dass er so gut ist, wie man das hier erwarten könnte, ja? Ja. Und bietet dann, nach 2 Tagen Annonce wahrscheinlich, ne? Also Montag. Da war ja gerade das drin. Montag. Nach 2 Tagen Annonce. Ja, aber da war der schon verkauft. Ich weiß, aber trotzdem, es ist ja, ja, das ist, ja, kann ich verstehen. Also anstatt 9,9, 6,5. Also wir reden, das ist ja, hätte er jetzt gesagt, ja, ich würde jetzt mal 8,5 bieten oder so. Ja. Dann hätte ich gesagt, boah, das ist ein bisschen knapp, wahrscheinlich geht das nicht. Ja. Guck sie erst mal an. Ja, genau. Hätte ich aber auch für 8,5 nicht weggegeben. Ja. Geht nicht, es geht gar nicht. Ja, ja, ja. Weil dieser Service mit Zahnriemen, mit Wasserpumpe, mit Reifen, mit das kostet alles Geld. Ja. Das ist doch Quatsch.
Und der Wagen geht ja hier so raus, wie ich mir das vorstelle, mit dem kompletten Service. Ja. Der ist jetzt einmal komplett von Andreas, weißt du, mit 9 Zündkerzen und Luftfiltern. Ist alles gemacht. Ja, geil. So, Punkt, ja, Ende. Geil. Das ist also, für die 99. Also für die nächsten 20 Jahre. Ja, nee, aber du hast erstmal Ruhe. Ja, du sagst, ja, nee, du, ich musste mal lachen. Mir kommen ja, also ganz interessant, vielleicht kannst du mir erklären, wo die herkommen. Für die nächsten 20 Jahre. Also, ich sag deshalb für die nächsten 20 Jahre, weil bei meiner alten Tour, die ich immer gefahren bin, also Hamburg, Bremen, Bremen, Hamburg, da sind mir immer die ganzen LKWs, die aus Amerika kommen, aus Bremerhaven quasi, die habe ich da immer gekreuzt. Jetzt ist es halt so, dass mir häufig auf der A1, wenn ich nach Lübeck fahre, kommen mir LKWs entgegen mit japanischen Transportern und Pickups. Ich glaube, die kommen aus Skandinavien. Mhm. So. Und die gehen ja alle hier in Hamburger Hafen, weil die dann nach Afrika gehen. Und was ich damit sagen will ist, ich schwör's dir, den letzten Ölwechsel, den haben die hier bekommen. Ja, was da, können die zum Teil auch. Ich habe ganz interessant, da hatte ich gerade gepostet, weil der Bericht auch so schön geschrieben war. Peter Ruch hatte einen Bericht geschrieben über einen Lancia Y10. Den hat er sich selbst gekauft. Ja. Ja, genau. Wenn ich den Text, ja, genau. Und dann ging es um den Fire-Motor. Mhm. Der Fire-Motor, was viele gar nicht wissen, tatsächlich, der hat ja in dem Lancia debütiert, nicht im Fiat Panda. Ach so, hätte ich gesagt jetzt. Okay. Nee, er war der Erste, der den Fire-Motor hatte. Und dieser Fire-Motor heißt ja Fire, weil, kriege ich jetzt die genaue Übersetzung hin, das ist die italienische Abkürzung für, dass der Motor von einem Roboter produziert worden ist. Das ist ja der erste Motor bei Fiat. Ach echt? Ja. Ach so. Fire heißt Fabrizia, bla bla bla, das sind vier Worte. Ja. Das heißt nicht Fire von Feuer. So, und dieser Motor ist vom Roboter gebaut. Extrem gut gebaut, wie man weiß. Der hat einen Zahnriemen, ist ein Freiläufer. Und dann schreibt er in dem Text, es gibt durchaus Autos, wo auch in 20 Jahren kein Zahnriemen gewechselt worden ist, ist aber auch nicht gerissen. Ja. Und ja, es gibt wohl auch Fire-Motoren angeblich in Pandas, die schon fast 1 Million Kilometer gelaufen sind. Und das ist so ein Auto. So ein Motor und überhaupt so ein Auto, wo du sagst, ja gut, 20 Jahre machen wir wieder einen Service, weißt du? So. Mhm, da musst du, du machst ja den Zahnriemen tatsächlich dann erst, wenn er reißt, ist ja egal. Dann reißt er halt nicht, weißt du? Okay, so. Okay. Ja, so. Ja. Okay. Nee, ist interessant, das ist eine schöne Geschichte zu lesen. Geht mal auf radicalmac.com und da könnt ihr Suchmaske Y10 eingeben und lest das mal. Ist total nett geschrieben. Also, es ist Englisch und heißt Fully Integrated Robotized Engine. Ja, genau, richtig. Yeah. So, genau. Musste ich gerade mal nachlesen. Ja, wissen viele nicht. Nee, man denkt, das hat man damals gesagt, weil er halt so, keine Ahnung, im Verhältnis zum Hubraum viel Feuer übrigens hat. Auch, übrigens, der Lancia Y10, da denkt man immer, das ist ja so. Sorry. Das war ein recht, relativ teurer Luxus-Mini. Gab es ja mit Sondermodellen, Ego-Mitglieder von Missoni, viele, allen Scheiß. Habe ich noch was zu. Ja. Die Basis ist einfach nur ein Fiat Panda. Ja, 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 okay. Die Facelift-Variante davon, also mit dieser Omega-Hinterachse, so eine Mischung aus Starachse und Einzelradaufhängung. Aber es ist halt nur ein Fiat Panda und es ist halt auch so durabel wie ein Fiat Panda. Das ist das Interessante an dem Auto. Mhm, stimmt, ja. Hast du recht. Ja, ja, hast du recht. So, weil die Idee steckt da halt drin, ja. Ja. Nee, die Technik ja auch. Ja, 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 genau. Wo du das gerade sagst, Kleinwagen, ich bin heute, habe ich ja erzählt, heute Morgen schon zu Fuß unterwegs gewesen und ich glaube, das, was dir, und ich mache das zu selten, das, was du immer mal siehst, wenn du mit dem Hund gehst, dann nimmst du ja Autos wahr und denkst, ah ja, guck mal, hat es auch gegeben. Und ich bin heute an Folgendem vorbeigegangen und zwar, jetzt zeige ich dir nur kurz ein Bild. Also, was siehst du? Einen fünftürigen Corsa in grün Metallic mit irgendwelchen Streifen drauf. Ja, nee, die Streifen sehen nur so aus, weil das ist der Zaun, der sich spiegelt. Also, ja. Ja, pass auf. Ich gehe an dem Ding vorbei und denke so, okay, auf der Tür steht Vogue. Ja, kennst du das Sondermodell? Vogue. Genau, ja. Vogue. Und dann gucke ich da rein und denke, Alter, Holz, Ledersitze. Ja. Ja. Und wirklich so Glasschiebedach, Klimaanlage. Ja, ja, ja. Drei Speichen Alufelgen. Ja, also, wie der Uno Top Class, den hat auch keiner am Schirm. Der hat innen drin geraffte Ledersitze, sieht aus wie ein Mini Fiat Chroma von innen, hat einer geschrieben letztens. So, genau, und hier, der hatte graues Leder, also Vollleder. Ja. Und da habe ich so gedacht, ach, irgendwie so ein Corsa, ist ein Corsa C ist das ja, wenn ich mich nicht irre. Ja, Corsa C. Oh, hässliche Gurke. Ja. Ja, ist ein bisschen, alles ein bisschen rundlich, ne? Aber trotzdem, dass es das gegeben hat und wie oft es wohl noch überhaupt einen gibt, ein Vogue mit Leder, mit all diesen Dingen. Und ich gucke da rein, mich glänzt dieses, das ist zugegebenermaßen natürlich kein Holz, sondern das ist definitiv so lackierter Kunststoff. Trotzdem, mit dem grauen Leder, mit dem Schiebedach, mit Klimaanlage und allem, habe ich gedacht,
so ein Ding war bestimmt auch nicht billig damals. Und irgendwie dann noch als Fünftürer, so, das ist alles. Ja, noch hässlicher wie der Dreitürer. Ja, ja, stimmt, so, da ist die Proportion. Und so gefällt er mir besonders gut, ja. Habe ich gedacht. Ja, nee, ich habe mich halt nur gewundert, das sah auch sehr passabel aus vom Abstand her, aber trotzdem Laternenparker. Nee, manchmal, du, heute, das Hardy war hier und Hardy fährt mit seinem, VW Jetta hier. Mhm. Und fährt mit dem Jetta weg und ich stand oben draußen und habe gesagt, komm hier mal frische Luft, mal gucken. Und dreht hier auf der Straße und fährt vorne an die Ampel und bremst. Und in dem Moment gucke ich so auf diesen Jetta, das ist ja so auf Basis von, mit diesen dicken Stoßstangen, so ist es Golf 3, ne? Nein, Golf 2, achso, nee, Moment, nein. Golf 2. Golf 2, und dann aber Facelift. Aber GL-Stoßstangen, so heißt ja, das. Ja, mit diesen dicken Stoßstangen. GL, die wollte doch damals jeder. Und der stand da an der Ampel und bremst und in dem Moment habe ich gedacht, ey, guck mal, die Leuchtengrafik, in dem Moment, wo der bremst, aus der Ferne, so wie ein Renault 19, habe ich gedacht. Mhm. Moment, ja. Und dann fuhr der um die Ecke und dann so ganz parallel. Und ich gucke so und in dem Moment habe ich Folgendes gedacht, habe mich richtig erschrocken. Gar nicht so schlecht. Und dann ich so, habe ich gerade gedacht, ein Jetta ist gar nicht so schlecht. Nein, hey, Jetta. Du guckst, pass auf, und du guckst und ich so, habe in dem Moment so nochmal drauf geachtet, wie groß der Überhang hinten ist, weil das ist immer das, was so scheiße ist. Ja, der Arsch, der so abhängt, ja. Aber mit den GL-Stoßstangen ist es stark gemildert. Ja, dadurch, dass der, dadurch, dass nach der noch massiver kommt. Nach unten kommt. Genau. Ja. Und der fuhr so um die Ecke und fuhr dann weg. Das ist ja so seine Winteralltagskarre, ne? Ja. Mit dem Dachdecker oben drauf. Du, aber das ist dann ja auch einer, das ist ja wahrscheinlich auch dann einer mit Velursitzen und so, ne? Weiß ich nicht, ich habe nicht reingeguckt. Ja, okay. Na, auf jeden Fall habe ich nur gedacht so, und die Leuchten hinten, wenn man die alleine sieht, in diesen Streifen hinten, das ist richtig gut gemacht. Ihr könnt jetzt lachen zu Hause, wenn ihr das hört, dass der Seldrich gesagt hat, die Jetta-Rückleuchten sind gut gemacht in diesem Modell, aber es war so. Naja, ich finde, das kommt ja in unserem Podcast manchmal zu kurz, weil wir beide, bei dir, du hattest ja eine sehr spezielle, finde ich, Autowahl. Ja, das auch. Aber eine sehr spezielle Autowahl. Und bei mir war es halt so, dass ich diese VW-Opel-Ford-Geschichte, die in Deutschland ja sehr weit verbreitet war, irgendwie gefühlt überspringen wollte. Also ich hatte dann irgendwie mein erstes Auto und danach aber gleich ein BMW 3er. Und dann guckst du nicht mehr zurück. So. Aber mein Traum war damals ja trotzdem, irgendwie einen Golf 2 oder einen Golf 3 zu haben, weil das waren tolle Autos. Und der Jetta war ja immer so, ja, der war der, natürlich war der nicht so sportlich wie ein Golf, das war er nie, aber er war ja nie schlechter, sondern er konnte ja alles, was ein Golf kann, plus, dass er irgendwie einen vernünftigen Kofferraum hatte. Ein Riesenkofferraum. Und in der Regel besser ausgestattet war, weil der wurde ja, wir hatten Jetta gefahren, Opa hat Jetta gefahren und Opa hat sich dann aber einen schönen Velursitz da reingepackt, weil er da drin schön sitzen konnte und insgesamt war da immer noch mal ein bisschen mehr Ausstattung an Bord, als bei diesen ganzen nackten, kühlen Golf, die es so gegeben hat. Und von daher, ich fand ein Jetta vor allem, und das war ja so damals, also ich glaube, man könnte einen ganzen Podcast machen über dieses Thema damals mit den GL-Stoßstangen. Das war schon ein Gamechanger optisch beim Golf 2. Also er sah wirklich viel gefälliger aus plötzlich mit diesen richtigen Stoßstangen, weil die ja auch lackiert waren. Die anderen Stoßstangen von dem Golf 2 waren ja immer schwarz, Kunststoff und nichts lackiert. Und die gesamte Optik hat sich dadurch echt deutlich verändert. Und nicht, weiß ja selber, ich meine, das Erste, was du gemacht hast, wenn du Tuning machen wolltest, war, du hast eine Jetta-Front an den Golf 2 gebaut, was auch geil aussah, muss man sagen. Das war ja nicht schlecht. So. Also mein Traum war das schon damals, so einen schönen Golf 2 oder Golf 3. Du warst ja eher im Italienerbereich verhaftet. Ja. Ja? Und Opel hatte damals, wir haben, glaube ich, noch nie, haben wir zum Beispiel über einen Astra gesprochen, den ersten. Astra. Da gibt es doch keinen Grund für. Er hieß ja, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber Astra F, weil er nach dem Opel Kadett E kam. Ja. Und du hast, ja, aber den gab es, das war ja zum Beispiel als GSI 16V, war das ein richtig schneller Flieger. Ja. Aber es gibt sie gar nicht mehr. Nein. Also im normalen, nee, es gibt es ja, auch nicht. Ja. Nein, ja. Aber hatte ich auch nie. Nein. Auch jetzt nicht. Wenn wir darüber sprechen, gibt es keinerlei Regungen bei mir. Nee? Nein. So einen schönen weißen GSI 16V? Nee. Ich schwöre dir, deine Frau, ich bin gespannt, was die sagt, ob du wirklich ein Liebhaber bist. Das ist ganz merkwürdig, dass du einen weißen GSI 16V gut findest. Alles komisch hier.
Naja, das ist für mich ja so ein bisschen Spanien der 90er. Also Da hast in du schon Spanien. gelebt. Da warst du noch ein feuchter Traum. Komm, hör Nee, auf. da habe ich mich Bist schon schon so sehr, alt? da habe ich mich schon sehr für Autos Ja. interessiert. Und ich kann es ja immer wieder sagen, ich hatte einen Onkel in Ach, Spanien, da gibt es doch der. gerade, wo du Spanien siehst, das Video, was überall viral geht, von dem 123er Ja, Mercedes. mit den AMG-Felgen, dieses schlimme Auto eigentlich, Ja, aber das finden wir auch, aber trotzdem. trotzdem, der aus dieser Schlammmasse und dann fährt er einfach, ne? Ja, wobei man ja eins sagen muss, also das ist ja wirklich so, das geht ja jetzt überall. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mir diesen Link geschickt haben für dieses Auto. Ich hatte das auch recht früh gesehen. Auch mein spanischer Cousin hat mir übrigens das Video geschickt. Wenn man ehrlich ist, gibt es ein Auto, von dem man das mehr erwartet hätte als von einem Diesel 123er, Nö, dass der läuft nach einer nö, Flut? Strich 8 auch. Ja, das ist so, Ja. die laufen halt immer. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass mein Onkel ja damals in den 90ern, einer von den vielen Onkeln, die ich habe, hatte eine sehr intensive Autoleidenschaft auch. Und hatte damals eben, und sorry, das war zu der Zeit, der hatte einen Rallye Golf G60 in Rot. Sehr geil. Und ja, genau, sehr geil. Und Da ist das Thema GL-Stoßstange aber auf die Spitze getrieben worden, auf Deutsch gesagt. Ja. aber richtig. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich suche immer noch das Bild, weil es gibt ein Bild, wie ich da drin sitze, auf diesem karierten Teilleder sitzen. Und ja, damals war ich, wann gab es den Rallye Golf G60? 91? Ja. Kommt hin, ne? Ja. Ja, siehst du, war ich 15 und das passt auch. Und in Spanien Rallye Golf G60 war auch eine Hausnummer, der war auch da nicht billig. Das war ja damals schon auch ein teureres Auto, weil so von außen war da jetzt nicht so viel gleich mit dem Golf 2 normal, ne? Die Nee. Verbreiterung und so. Nee. Ja, taucht auch nur Bis auf selten die das Schild auf. Jetta-Front, nein, war ein Scherz. Nein, hat nichts damit zu tun. Hat ganz Nee, andere Scheinwerfer. der hat ja flachere Scheinwerfer gehabt mit den Lüftungen. Der hatte. Jetzt muss Ein ich üben. Lüftungsschlitz drunter und Die auch hatte da auch Scheinwerfer. Lüftungsschlitze unter. Die war gerade witzig, dass wir es gerade angesprochen haben bei dem MKB, der kein MKB ist, sondern ein Kicherer AMG. Könnte man sagen, ne? Nee, es ist ein AMG. Genau. Es steht der große AMG auf der Rechnung drauf. Da muss man sagen, Kircherer war War der. AMG-Händler. Ja, und war der Genau. einzige, das kommt's, war praktisch der einzige Stützpunkt, der auch unter AMG-Label Autos produzieren durfte. Wurde dann irgendwann zugemacht wieder. Also ist dann irgendwann weggefahren, gab es das nicht mehr. Aber es war der einzige. Also es ist praktisch eine AMG-Dependance gewesen, sozusagen. Die haben übrigens wilde Sachen gemacht. Ich habe den ganz lange beobachtet. Ich glaube, jetzt gibt es den nicht mehr. Es gab in Spanien einen C36 AMG. Der, und das konnte man nur auf den zweiten Blick auch sehen, weil auf den Fußmatten stand es halt auch von Kicherer war. Und der hatte einen Innenraum, bei dem jeder, der ihn sieht, sagen würde, na, das hat es aber so nicht gegeben. Aber die Fußmatten waren genauso und Kicherer macht ja keine Fußmatten für jemanden, der sagt, ich hätte gerne Fußmatten für mein Auto und ich habe den anders beledert. Das Auto war nämlich in dunkelblau mit hellgrau Ja. in die Innenausstattung. Und das wollte jemand haben, fertig. Und die Ja. haben es halt gemacht. Ja? Also, Genau. das war ja das Krasse damals. So in den 90ern ging das ja los, dass du die Möglichkeiten hattest, auch rein maschinell, dass du vieles hast anfertigen können, so wie du es haben wolltest. Und wenn du bereit warst, das zu bezahlen, haben die Automobilhersteller das auch gemacht. Vor allem Mercedes. Genau. Ja? Und die nicht haben wie ja. heute Ne? frisst du das Stirn mit deinem Bildschirm Ja, oder frisst du das stirbt mit deinen Farben? oder Oder. frisst du das Stirn und bezahl über 100.000 Euro für ein AMG Coupé mit Vierzylindermotor. Ja, auch ein nicht so schönes Kapitel. So, Jens, es ist Wer Zeit für kauft Quartett das? Roulette. Ja, okay, komm. Ja. Ach ja, willst du eins aussuchen? Ich mach das sonst immer. Oh ja, eins mit Harlekin. Guck mal, das Mercedes-Quartett, was du gerade gegriffen hast. Das ist doof. Das ist doof, ne? Lass mich raten, ist es ein Mercedes? Das nehme ich. Super Autos. Super Autos. Gut. Frontbild, Traum. Frontbild, Daytona Plexi. Ja, Wahnsinn. Übrigens auch eins dieser tollen, seltenen Quartetts. Auch mit Originalhülle, mit diesen Prägungen hier. Das ist echt, ja, heutzutage gar nicht mal so häufig, lieben. Auch eins der Quartetts, die ich von meinem lieben Kollegen Jan-Erik Schauer bekommen habe.
der sie damals neu bekommen hat als Kind. Scheiße. Kann man es raten? Also das kann man definitiv raten. Wir hatten das auch irgendwann schon mal. Und guck mal, jetzt kannst du ein bisschen an deinem Erinnerungsvermögen arbeiten. Also es war als Kind eines meiner absoluten Lieblingsautos. Und als ich, doch, und als ich mich dann noch näher damit beschäftigt habe, als ich älter wurde, war das eine der größten Enttäuschungen, weil das wie eine Seifenblase quasi vor meinem Auge zerplatzt ist. Das ist dein Tipp, oder was? Ja, das ist mein Tipp. Ja, wenn du mir gut zugehört hast, habe ich es bestimmt schon zwei oder dreimal erzählt. Super, super, super Sportwagen. Könnte der Supertrumpf sein in diesem Quartett. Das ist die Supertrumpfkarte. Ja, ist es aber nicht. Bist du? Mama, italienisches Auto? Nein. Deutsches Auto? Nein. Englisches Auto? Darüber kommt man drauf, nein. Japanisches Auto? Nein. Amerikanisches Auto? Nein. Aber man würde es sofort wissen, wenn ein man Schweizer das Auto? Ja. Am Monteverdi? Ja. Genau. Ein High 450? Ja, ein High 450 SS. Wo man nicht weiß, gibt es ein oder zwei oder gibt es den überhaupt? Genau. Und das war das, was mich wirklich umgehauen hat, weil das war wirklich als Kind, auf jedem Bild habe ich davon geträumt. Ich fand den unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob der, wenn man den in Natura sieht, auch so formvollendet ist. Da muss man Wolfgang Blaube fragen, der hat einen Artikel über, der ist mit einem gefahren, hat einen Artikel darüber geschrieben mal, in der Ultima Markt. Okay, ja, muss man dann wohl mal machen, muss ich mal Wolfgang anrufen. Ach, hier müsste ich übrigens die nächste Ultramarkt kaufen, also die am 28.11. in den Handel kommt. Das Titelbild, es ist ein Traum, da ist der Garagist mit seinem gelben Volvo drauf. Ah, okay, alles klar, habe ich mir fast... Schönste Titelbild ever mit mir. Warte mal, ich muss ja ziehen. Nein, du musst ziehen, ich muss warten. Schönste... Ja, ja. Du bist da auch drauf? Nicht nur ich sitze ja im Auto, ich fahre ja. Ach so, ja. Gut. Fahrbild. Ja, okay. Geiles Fahrbild mit dem 242 GT zusammen. Echt schön geworden. Kann man das raten? Ich könnte dir einen Tipp geben, da kannst du sofort raten. Ja, okay. Das wäre ja bei Monteverdi genauso gewesen. Ja, ich sag mal... Das ist, also das Quartett sind ja nur so Supersportwagen, ne? Ja. Das ist ein Supersportwagen, da hätte man gesagt, wenn einer eine Kreuzfahrt macht, dann damit. Okay, also jetzt hätte ich gesagt, ist ein amerikanisches Auto? Nein. Okay. Wenn einer eine Kreuzer... Ach so, ja, alles klar. Ist ein Opel Admiral? Nein. Es ist ja ein Sportwagenquartett. Opel Admiral ist weit entfernt von einem Sportwagen. Das ist richtig. Okay. Frank kennt es halt nicht so aus. Wenn man... Nicht. Ist das vielleicht ein... Volkswagen erster Offizier? Nein, also, wie kommst du darauf, eine Kreuzfahrt machen? Das Auto hat einen Spitznamen. Internationalen Spitznamen. Kennt eigentlich jeder, der das Auto kennt. Spitznamen. Mhm, okay. Der Spitzname, komm, ich gebe dir noch einen Tipp, ist Queen Mary. Du weißt nicht, um welches Auto es geht? Ist das ein englisches Auto? Nein. Warum heißt denn... Na, egal. Okay. Du kennst den Spitznamen nicht? Nee. Die ganzen Zuhörer jetzt, die klatschen sich gerade auf die Schenkel zu Meinst Hause. Du? Ja, viele. Ja? Viele, ja. Also die ein bisschen Ahnung haben schon. Queen Mary? Also das, ja, aber wenn man das jetzt... Pass auf, aber wenn man das nicht weiß, konnte man es natürlich auch vorher mit der Kreuzfahrt nicht raten. Ja, also das ist ein Supersportwagen und sein Spitzname ist Queen Mary. Gut. Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ein Italiener? Ja. Okay. Ein Lamborghini? Nein. Ein Ferrari? Ja. Aber es ist nicht der Daytona von vorne? Nein. Die Motoren sind durchaus verwandt. Das kann ich sagen.
Mit 412er? Nein. Komm, ich, das wird nichts. Das ist ein Ferrari 365 GT 2 plus 2, Queen Mary. Den nennt man Queen Mary, weil der ein ewig langes Heck hat mit einem riesen Kofferraum. Ey. Frank guckt mich an so. Ey, ganz ehrlich. Es wäre als letzte, also klar, also nochmal, ich wäre nicht drauf gekommen, Punkt. Wenn man das weiß mit Queen Mary, dann weiß man das. Aber wenn, jetzt ist es ja nicht so, dass man sich das Queen Mary anhand dessen, weil man sagt, der hat eine ganz lange Front. Nein, aber also das ist tatsächlich so, der Spitzname, also wirklich international von dem Auto ist Queen Mary. Na, guck mal, haben wir alle was gelernt und die es wussten, seht es mir nach. Ich werde es mir auf jeden Fall merken, falls wir nochmal. Das ist auch mit der unförmigste von diesen Ferraris. Ja, ich wollte dich gerade fragen, ist der schön? Ist weil schwierig. Wenn ich den Bild sehe. Ja, ist schwierig, das Auto. Man muss, aber wenn der live vor dir steht und der Motor läuft, ist es schon geil. Also was ich halt ganz geil finde, ist auch das Bild. Das ist ja eine Messehalle. Vielleicht kannst du mir sagen, welche es ist. Im Hintergrund sieht man halt, also links steht Lamborghini. Dann hier im Hintergrund sieht man De Tomaso-Schild. Und man sieht, und das finde ich halt geil, die hatten eigene Stände offensichtlich, Vignale und Ghia. Das wird Turin sein. Ja, ja. Das ist Turin. Ja, die Bilder sind ja, glaube ich, sogar alle aus diesem Quartett dort gemacht. Das ist ein Traum. Boah, Mann, wer hat von solchen Bildern die Originale? Wo das... Weißt du? So, das wäre ja auch nochmal was. Ja, cool. Ja, hier sieht man das schon. Guck mal, und hier, ich habe gerade ja das Quartett nochmal, das ist halt auch so ein Quartett, was quer ist quasi, die Karte. Hier, Bertone Stratos. Die Studie, ja. Die übrigens nichts damit zu tun hat, wie das Auto in der aussah. Naja, das ist ja oft so. Das ist ja oft ein Kritikpunkt bei so der einen oder anderen Geschichte. Wenn jedes Auto so gut aussieht wie die Studie, naja. Naja, gut, gut. Also, apropos gut aussehen. Ich kriege ja gerade schöne Bilder. Nee. Also, wir machen jetzt Feierabend. Tschüss. Und gehen ins Wochenende und ihr geht in die Woche. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.